Mit einem neuen Review für euch. Und den kleinen Freund, den kennt ihr ja schon aus meinem letzten Unboxing. Das Päckchen aus Japan mit dem schwimmenden Spinosaurus von Kazunari Araki. Diese schwimmende Version des Spinosaurus ist ein Softmodel, ein sogenanntes Softmodel von Favorite. Ich hatte euch bereits ja mal das Softmodel Set C vorgestellt von Favorite Co. und da auch die einzelnen Figürchen reviewed. Und das andere Spinosaurus-Modell, das es da noch gibt aus dieser Reihe, das habe ich euch mal in die Videobeschreibung gepackt, den Link zum Review. Und in diesem Video wiederum findet ihr den Link zum Softmodel-Set C. Und natürlich auch den Link zu diesem kleinen Kerlchen. Kommen wir zum Modell selber. Dieses hübsche kleine Kerlchen ist ca. 23 cm lang und an der höchsten Stelle etwa 10,5 cm hoch. So sieht er dann also im Detail aus. Wirklich sehr, sehr schön. Er zeigt sich hier in einem sehr, sehr hellen Beige mit Grau-Grün abgesetzt und noch ein paar rote, rot-orange Verzierungen dabei. Also wirklich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Das Auge ist wirklich winzig. Das Segel hier ist auch sehr schön gemacht. Schaut euch nur die Details an, das ist wirklich verblüffend. So ein schönes Modell. Ein zarter, schlanker Körper. Und wie gesagt, er wird hier in Schwimmpose gezeigt. Ja, auch wie die Beinchen hier gemacht sind, das ist wirklich toll. Fantastisch. Dann hat er eine Base, ja, auf die er sich da abstützt. Die wirkt wie Wasser, ja. Wie gefrorenes Wasser ein bisschen. Das ist wirklich sehr schön, sehr kreativ umgesetzt. Das wäre dann nochmal der Schwanz hier. Das ist wirklich schon sehr toll gemacht hier. Die Details der Haut sind auch wirklich verblüffend. Fantastisch. Wirklich ein wunderschönes Modell, ja, das mir ein anderer YouTuber ja empfohlen hat. Und ich bin absolut begeistert. Ne? Also das war echt eine Empfehlung. Das war echt ein Tipp. Wow. So, schauen wir uns die Haut nochmal im Detail an. Man zeigt hier so ein paar schöne kleine Falten am Hals. Ist wirklich nicht gerade groß, das Modell, aber auch nicht wirklich winzig. Also es ist keine Miniatur, so im klassischen Sinne. Ich würde es eher unter den kleinen bis mittelgroßen Figuren ansetzen. Das ist dann nochmal dieses Rückensegel, das so schön geformt ist. Herrlich, oder? Sowas von wunderschön. Hier haben wir dann also die Aussparung für die Base, wo man ihn aufstecken kann. Und auch das ist nur auf die eine Art und Weise möglich. Das erkennt man hier schon, ne, an dem Stift hier. Und wie das Loch hier selber ausgestanzt ist. Fantastisch. So kommt es dann also rein. Da kann man es schön aufstecken und in schwimmender Pose zeigen. Ja, dann haben wir hier die Beinchen. Wirklich wunderschön, auch hier die Strukturen der Haut, die Schuppen und so weiter. Ach, herrlich. Einfach nur gut. Sogar ein paar kleine Ballen hat er. Dann haben wir hier die Unterseite des Schwanzes. Schon fantastisch, ne? Toll, wenn man sowas kreieren kann, auch wenn es so klein ist, trotzdem noch so schön machen kann. So, drehen wir unseren kleinen Freund mal um. So sieht er dann also von der anderen Seite aus. Also wirklich ganz fantastisch. Einfach nur schön, auch die Händchen hier. Ne? Winzig klein. Toll. Also das sollte jeder geneigte Sammler in seiner Sammlung haben. Das sieht wirklich schon sehr speziell aus. Ne? Auch die Koloration gefällt mir bei dem Modellchen sehr gut. Wirklich schön, ne? Mit diesen Streifen, Ringeln, Kreisen, was auch immer. Das Maulinnere selber ist nicht großartig ausgestaltet, aber eine winzig kleine Zunge hat er. Und es geht sogar noch ein bisschen nach hinten weg. Jetzt hat er richtig noch einen Rachen, als wenn es da richtig runter geht noch. Aber das täuscht. Wirklich schön. Herrlich. Der Kopf nochmal von oben. Wirkt wirklich wie bei einem Krokodil. Sehr schlank, sehr schmal. Hier sieht man, wie schlank der Körper eigentlich ist.
Nochmal der Schwanz hier. So sieht es dann also einmal direkt von vorne aus, so einmal direkt von hinten, die Ansicht von oben und die Ansicht von unten. Tja, ihr Lieben, das war es im Prinzip auch schon wieder, das Review zum Favorite Spinosaurus als schwimmende Version von Kasunari Araki. Wer wissen möchte, wo man dieses Modellchen ergattern kann, unter anderem, der schaut einfach mal in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link dazu. Dieses Modell ist nicht teuer, wenn man es da bestellt, wo ich es euch gezeigt habe, also den Link, den ich euch da präsentiere in der Videobeschreibung. Ich habe meinen gerade mal für 10 Euro bekommen ungefähr. Und auch der Versand von Japan bis hier in die Schweiz war auch nicht teuer, ja, vielleicht 5 Euro ungefähr. Das geht also noch und ich musste auch nicht lange darauf warten, also ist keine Garantie, dass ihr das nicht müsst. Vielleicht dauert es auch ein bisschen länger bis nach Deutschland. Wie gesagt, wenn ich mal was in Japan bestellt hatte, zwischen 3 und 4 Wochen musste ich darauf warten. Also richtet euch mitunter auf eine lange Wartezeit ein, aber ich denke, das Warten auf so ein Modellchen lohnt sich. Bis dann, ihr Lieben, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Ich klinge mich wieder aus und bis dann. Bye!